Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil zu Pentiment, einem wirklich tollen Spiel aus dem Haus Obsidian, zu einer Kriminalgeschichte im Oberbayern des 16. Jahrhunderts. Ich bin sehr fasziniert von diesem Spiel, das die Charakteristik von Handschriftlichkeit zur Grundlage nimmt, um ein ganzes Spiel zu entwickeln. Und Sprache spielt dabei natürlich eine absolut herausragende Rolle. Wir haben uns beim letzten Mal schon oder beim letzten Mal habe ich so ein bisschen auf typografische Phänomene hingedeutet, zum zweiten auch auf den Status von Heiliger Schrift, also mit dem Johannesevangelium, dass man eingeladen wird auszutilgen, dass man nicht tun sollte. Und zum dritten haben wir so einzelne regionalsprachliche Varianten beobachten können, besonders im Hinblick auf die Apokopierung von E im Oberdeutschen, aber es gab noch so zwei, drei andere Merkmale und die will ich alle im Detail gar nicht durchgehen. Das haben andere Leute schon viel besser gemacht als ich. Und bevor wir ins Spiel gehen, würde ich das ganz gern zeigen. Und zwar hier am Beispiel des großartigen Projekts Language at Play. Und Jennifer Schild hat hier zwei Artikel schon veröffentlicht zu Pentiment sprechender Schrift. Hier streift sie die Schriftarten, die besondere Charakteristik von Typografie, aber natürlich auch alle anderen Aspekte wie Mündlichkeit, Schriftlichkeit. Ich kann vielleicht einmal ganz kurz durchscrollen. Zunächst erstmal zu den Schriftarten, dann zur Schreibweisen und Korrekturen. Das Klaus und den Drucker haben wir schon hingewiesen. Persönliche Schriftarten, Markierung von Emotionen. Hier haben wir auch schon ganz unterschiedliche Dinge gesehen. Und Typografie. Das sind die Aspekte, die Sie erst einmal hier behandeln, diesen ersten Artikel. Der ganze Artikel ist mittlerweile auch auf Englisch erschienen. Und ich würde diese beiden Artikel in der Beschreibung unter diesem Video genauso verlinken, wie ich natürlich Infokarten hinterlegen werde. Und einen zweiten Aspekt, den hat Pascal Marc Wagner hervorgehoben, ebenfalls bereits vor Weihnachten, und zwar die besondere deutschsprachige Lokalisation, die regionalsprachspezifische Besonderheiten aufnimmt und deswegen vor allen Dingen vor dem Hintergrund besonders ist. Auch den Artikel hinterlege ich natürlich in der Beschreibung zu diesem Video. Aber kommen wir doch auf das eigentliche Spiel und das läuft schon im Hintergrund und ich würde das Ganze jetzt starten. Wir sind am ersten Vormittag mehr oder weniger auf dem Weg ins Skriptorium. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Wir sind ja faktisch Auftragsmaler, und arbeiten in der Abtei an unserem Meisterstück, bevor wir nach Nürnberg gehen sollen und dort heiraten. Gut, ein Blick auf die Karte zeigt uns, dass hier sind wir jetzt hier. Wir haben gerade die Setzia getroffen, die mit den Frauen in diesem Bereich des Klosters lebt. Das ist schon sehr, sehr speziell für eine Benediktinerabtei. Und wir haben das Haus der Prioren hier und das Haus des Priors, also Ferenc, ist tatsächlich hier am Skriptorium direkt. Und das Haus des Abtes Gernot, den haben wir gerade getroffen hier. Und ich würde mich jetzt ganz gern, bevor ich irgendwas anderes tue, im Kloster gern umsehen und dann erst an die Arbeit gehen, um schon den einen oder anderen zu treffen. Was ist das? Das Reliquiar mit der heiligen Lanze, in der Hand des heiligen Moritz, die einst die heilige Lanze gehalten haben soll. Die heilige Lanze ist diejenige, die genutzt wurde, um die Seitenwunde, um zu prüfen, ob Jesus Christus schon verstorben ist. Also das heißt, in die Seite Jesu Christi gebohrt wurde und die Seitenwunde hinterlassen hat. Also eines der zentralen Charakteristika des christlichen Körpers. Wir schauen mal, was uns hier noch an Ergänzungen, an Erläuterungen noch gegeben wird. Das Speer des Schicksals, genau. Die Seite Jesu am Kreuz. Das ist genau der Hintergrund und sprechen wir doch mal mit dem Margarete. Gott segne euch, Bruder Piero. Nein, halt, Meister Maler ist's. Ich dachte, ihr könnt nicht sehen, Schwester Margarete. Am Tag kann ich ein paar Farben sehen. Woher wusstet ihr, dass ich es bin?
Ihr und Bruder Piero riecht beide nach den Farben eurer Arbeit. Piero? Da? Aber ihr seid größer und euch haftet noch ein anderer Duft an wie Fisch oder gebrannte Mandeln. Ach, das ist altes Leinsamenöl, die Italiener mögen es, aber Bruder Piero verwendet es nicht. Ich werde Schwester Gertrude danach fragen. Wie geht es Schwester Gertrudes Kräutern? Ist noch zu früh, um es zu sagen. Die meisten werden erst im Mai reif sein. Aber die Arbeit mit den Kräutern liegt mir. Ich wünsche einen guten Tag, Schwester Margarete. Gott segne euch, Meister Maler. Schau mal, Bruder Mathieu unterhält diesen Schrein zusammen mit einigen Schwestern, die Abzeichen für Pilger bemalen. Also das ist ganz typisch für die Erwerbseinkünfte der Abtei. Und zum Glück verfügt die Abtei über Einkünfte. Gott segne euch, Meister Maler. Mehr sagt sie nicht. Was ist mit Gertrude? Gott segne euch, Meister Maler. Wie kommt ihr mit der Arbeit im Skriptorium voran? Es könnte besser laufen. Würde es euch auch freuen zu hören, dass Agnes Steinauerin gestern etwas Safran erhalten hat für gelbe Farben, nehme ich an. Agnes ist sie. Aber Steinauerin? Tatsächlich, woher habt ihr das? Schwester Mathilda sah sie bei den Albans, also bei den Bäckern. Das ist Mathilda. Vielleicht könnt ihr Prior Fering überzeugen, etwas davon für euer Gelb zu besorgen. Das wäre doch sehr gut. Das wäre doch sehr gut. Gut zu wissen. Wie geht es Mausfänger? Das ist die Katze, oder? Sie ist hier irgendwo und hoffentlich vor Schwester Mathilda bei den Kaninchenjungen. Bis später, Schwester Gertrude. Seid gesegnet, Andreas. Vielleicht sehe ich dich eines Tages am Schrein der heiligen Satya. Die heilige Satya ist... da. Und an Menschen ist Gertrude hinzugekommen. Kräuterkundige. Und Margarete aus Krümmel, das ist die Blinde, die Lisbeth. Veronika und Agnes, hat er doch gerade noch erwähnt. Ich muss es am Anfang Agnes Steinhauerin. Ach, das ist die Hebamme. Ja klar. Dann weiß ich jetzt auch, wo ich die finde. Das ist hier das Hebammenhaus. Okay. Das scheint es hier gewesen zu sein. Ein typisches Reliquiar, also die Hand des Moritz. Mich hat ein bisschen gewundert, dass es die falsche Hand war. Also ich glaube, ausgestellt war eine linke Hand. Das schauen wir uns nochmal an. Aber was war das für eine Pflanze? Das habe ich nicht gelesen. Mutterkraut, hm? Da wird mit Sicherheit die Hebamme nochmal vorbeischauen und wichtig werden. Haus der Prioren, obere Abtei, Konvent, Lokatorium. Huch, was ist das? Ein Gemälde von Hildegard von Bingen, Mutter Cecilias Favoritin. Ja, also... Es gibt schlechtere Vorbilder für eine benediktinische Priorin. Gut, gehen wir mal nach draußen. Das hat mich bestimmt was zu bedeuten, dass man die Kräuter anschauen kann. Wundklee. Was ist das? Fingerkraut. Sophie. Da ist Mathilde. Und da soll sich die Katze hüten. Gott segne euch, Meister Maler. Schwester Mathilda, wie geht es euch? Mutter Cecilia mag es nicht, wenn wir mit Männern sprechen. Es sei denn, es ist notwendig für unsere Arbeit. Ah, verzeiht mir, tut mir leid, wenn ich störe. Danke, Meister Maler. Sophie wird wahrscheinlich auch nichts anderes sagen. Gott segne euch, Meister Maler. Wie stehen die Dinge in der Küche der Nonnen?
Ich will euch nicht beleidigen, Meister Maler, aber ich darf nicht miteinander sprechen. Ah, ich bitte um Entschuldigung. Gott segne euch. Und euch ebenso, Schwester. Da sieht man mal auch, wie Schweigegelübde umgesetzt sind. Sie müssen natürlich reden. Insofern ist es hier kein performativer Selbstwiderspruch, wenn sie spricht. Aber das ist natürlich schon speziell. Ja, das Kraulen von Tieren, das kann man immer mal machen. So viele sind es nicht bisher, das passt ganz gut. Was haben wir hier noch? Schwestern haben einen wirklich gut gepflegten Garten. Hm. Okay, dann haben wir hier noch die Prioren, also der Cilia. Sprechen wir doch mal mit ihr. Gott segne dich, Andreas. Gott segne euch, Mutter Cecilia. Gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Mir fiel auf, dass ihr die Schwester hineingeholt habt, als ich mit dem Baron ankam. Was betrifft es dich? Es schien mir nur ungewöhnlich. Der Baron kam, den Abt und das Skriptorium zu sehen. Es schickt sich nicht, dass Schwestern mit Männern umgehen. Die Schwestern reden mit mir, wie sie es nach meinem Gut dünken müssen. Der Baron ist ein wichtiger Besucher und Patron des Klosters, aber es gibt keinen Grund für ihn, mit den Schwestern zu sprechen. Oder mit mir. Ich verstehe, das ergibt Sinn. Danke, Mutter Cecilia. Bis später. Bis dann. Naja, das ist schon... Da werde ich, kann ich auch noch reinschauen. Das ist der Garten. Der Konventsgarten. Gut, okay, dann wenden wir uns doch mal dem Kloster zu. Und wir gehen zuerst in den Kreuzgang. Da geht es ins Spital, das heißt die Krankenstation. Der heilige Lukas, Schutzpatron der Künstler und Heiler. Florian. Gott segne euch, Andreas. Bruder Florian, wie geht es euch? Den Brüdern und Schwestern geht es gut, also geht es auch mir gut. Ich danke Gott. Andreas, habt ihr zuletzt mit Klaus Drucker gesprochen? Ja. Ja, ist kürzlich. Warum? Ich glaube, er wird bald einen medizinischen Text aus Bologna erhalten. Daran bin ich äußerst interessiert. Sehr lehrer Italiano. Könnt ihr Italienisch lesen? Nein, nur wenig Italienisch und mein Latein ist nicht so gut, wie ich es gern hätte. Ich hatte gehofft, Bruder Piero könnte mir helfen, wenn er Zeit hat. Ich bin sicher, er wird sich die Zeit nehmen. Er ist ein geduldiger Lehrer. Das ist er wahrlich. Wir sehen uns später, Andreas. Bis dann. Ist hier noch was anzuschauen? Die meisten dieser Medikamente werden von Agnes Steinhauerin mit etwas Hilfe von Schwester Gertrude hergestellt. Ich finde es schön, die, um das nochmal zu sagen, die weiblichen Familiennamen-Ergänzungen, ja. Das ist wirklich typisch für die Zeit. Hier geht es in den Kapitelsaal. Der dient allgemeinen Versammlungen und dem. Ein Wandbild zum Totentanz. Vater Matthias, dieses einige Jahre vor seinem Tod malen. Es ist wunderschön. Kernaussage, alle tanzen mit dem Tod, gleich welches Standes. Veilchen und Lilie, Mondblume und... nach Schönheit, Gesundheit und Größe, wie auch gemessen. Alle stammen aus Saat, gewärmt durch die Sonne. In süßer Heimat. Eine Blume verwelkt, ist sie auch nicht bereit. Aus Blüten wird Staub im Laufe der Zeit. Der Tod kommt für alle, jedoch verzagt nicht. Der Herr wird uns wecken am jüngsten Gericht. Ja, ganz typische. Da geht's in den Garten, das machen wir gleich. Ganz typische. Bilder, die hier für den Totentanz genutzt werden. Vor allen Dingen, dass der Blume, die vergeht. Das sind... so, das ist der Raum. Vorraum zur Kirche. Aquarium, richtig.
Hier geht es in den großen Garten. Das wollen wir jetzt nicht. Hier Hof und Lavatorium. Ist auch sehr hübsch. Das sind tolle Gebäude. Dahinter sieht man das Kirchenschiff, das große. Das werden wir, wenn wir in die Kirche gehen, sehen wir vielleicht das Glasbild noch von innen. Und das Lavatorium. Hier kann man sich waschen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Refektorium, das ist der Speiseraum. Ich schaue mal kurz hier. Hier ist das Refektorium, daneben die Küche und Keller, Erwartbar, Dormitorium, darin wird geschlafen und geruht. Dann sehen wir den großen Kirchenraum mit Krypta und Turm. Daneben die Sakristei, hier im Kloster Lucarium waren wir gerade. Und in einem Freibereich, so wie es hier aussieht, schließt sich dann das Skriptorium, die Bibliothek und das Haus des Priors an, der Friedhof, das Tiergehege und der Großgarten. Im Vergleich zum Konventgarten der Benediktinerinnen. Ziemlich interessant ist, dass hier der Freibereich zwischen Skriptorium und Kirche liegt. Und diese abgeschlossene die Bibliothek hier scheint abgeschlossen zu sein. Das ist, erinnert alles sehr an der Name der Rose, das muss man ehrlich sagen. Okay, gehen wir mal die Räume einzeln durch, aber ich rede erst mit Seppard. Gott schenke euch Gesundheit, Meistermaler. Bruder Seppard, ich bin überrascht, euch noch hier vorzufinden. Ach, ich hoffe, dass ich die Namen alle richtig ausspreche. Ich auch, aber ich werde bald abreisen und nach Rom zurückkehren. Mein Bischof und ich bedauern, dass wir Frau Rudolfs Großzügigkeit nicht schon früher erwidern konnten. Er hat unseren Priestern vor vielen Jahren auf dem Konzil von Konstanz große Freundlichkeit entgegengebracht. Das Konzil von Konstanz. Also wir sind ja jetzt 15, 17 Thesenanschlag, 15, 18, so kurz danach, als das heißt, wirklich auf dem Weg in die heiße Phase der Reformation. 1521 dann der Reichstag von Worms, der entscheidende und das Konzil von Konstanz Anfang 15. Jahrhundert, also 100 Jahre vorher, beendete das päpstliche Schisma, also das Doppelpapsttum, und ist auch für die Reformation, wenn man so will, von Relevanz, weil es unmittelbar mit Jan Hus zusammenhängt. Also hier werden schon so die richtigen Punkte und Trigger gesetzt. Werdet ihr in Rom bleiben? Darüber wird mein Bischof entscheiden, aber ich werde sicherlich diese Berge vermissen. Ihr solltet nach Äthiopien reisen, Meister Maler, und das Hochland sehen. Gott hat meine Heimat mit wundersamer Schönheit gesegnet. Das würde ich gern eines Tages. Ich muss erst nach Nürnberg zurückkehren und meine Werkstatt eröffnen. Ja, eines Tages. Bis dahin, wenn ihr je in Rom seid, bin ich vielleicht noch dort. Ich bin bisher nur in Südflorenz gewesen, aber Rom würde ich gern sehen. Im Übrigen würde ich gern mit euch und einigen Stadtbewohnern hier essen, wenn ihr in den nächsten Tagen etwas Zeit habt. Stadtbewohnern? Ich bin an seltsame Blicke gewöhnt, besonders in ländlichen Gegenden wie diesen, aber der Bäcker und seine Frau waren freundlich zu mir. Oh ja, die Albans, Ulrich und Kret. Ich habe angeboten, den Kindern und ihren Müttern bei einem Essen eine Geschichte zu erzählen. Kret schien es zu freuen, aber es wäre mir angenehm, wenn ihr auch da wärt. Das kann ich sicher einrichten. Danke, Andreas, ich freue mich darauf. Gott schenke euch Gesundheit. Gut, das war Seppat. In die Kirche gehen wir später. Zunächst ins Refektorium. Da geht's in Küche und Keller. Das schauen wir uns gleich an. Ja, ganz typisch. Eine der berühmtesten Abendmahlszenen ist tatsächlich auch in einem Speisesaal ausgestellt. Und das macht man ja nicht umsonst. Die berühmte Vorlage Leonardo da Vincis scheint hier wirklich unmittelbar parallel gestanden zu haben. Und das freut mich, dass man natürlich solche Zitate aufnimmt und mit in das Spiel einarbeitet, denn es erinnert natürlich an das ursprüngliche Setting solcher Abendmahlsdarstellungen, als das letzte Mal des Herrn Jesu Christi in der Mitte abgebildet, seine Jünger um ihn herum. Und auf dem erhöhten Tisch
An dem erhöhten Tisch sitzen üblicherweise der Abt, der Prior und seine Gäste. Daneben haben wir das Lesepult, von dem aus gelesen wird, wie es in der Benediktsregel festgelegt ist. Wenn die Brüder ihre Mahlzeiten zu sich nehmen, liest ihnen der Lektor hier vor. Nämlich, damit sie sich beim Essen besinnen und vor allen Dingen nicht miteinander reden. Mal schauen. Hier geht es in Küche und Keller. Da geht es in den Kreuzgang. Da ist ja gar nichts zu beobachten. Ach doch. Lukas. Hallo Andreas. Wie geht es in der Küche voran? Schindet Bruder Wojslaw. Wojslaw, ich hoffe, das ist... habe ich korrekt ausgesprochen? Euch fürchterlich? Gar nicht so sehr. Bruder Wojslaw ist nett zu mir. Vater Abt und Bruder Prior machen es mir schwer. Wie das? Ach, ich sollte nicht klagen. Sie mögen ja Essen auf bestimmte Weise und ich bin noch kein so guter Koch. Sicher wird Bruder Wojslaw es euch mit der Zeit lehren. Bruder Äder klagt auch über sein Essen, aber er klagt sein Leben, sein Leib Bruder Wojslaw. Was weiß Bruder Äder schon von gutem Essen? Der stammt doch aus Cornwall. Oh. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Ein Land im Westen, jenseits eines Meeres, da isst man nur Fisch. Klingt elendiglich, aber darüber beschwert er sich ja stets, über den Fisch. Ich denke, er mag es schlicht, sich zu beschweren. Nur Mut, Bruder Lukas, ihr lernt noch. Danke, bis später, Andreas. Bis später. Mhm. Das war also Bruder Lukas. Ich gehe jetzt die einzelnen Leute tatsächlich einzeln ab, damit ich schon mal einen Eindruck davon bekomme. Es sind sehr viele Menschen, wie man hier sieht. Moment, ich schaue mal in das Tagebuch nochmal. Es sind sehr, sehr viele Menschen und es hilft mir, muss ich ehrlich sagen, nicht, dass sie hier alphabetisch geordnet sind, nach Vornamen. Ich bräuchte eigentlich so eine Funktionszuordnung nach Familie, damit ich zum Beispiel weiß, dass Linhard, ja, hier, Linhard, da ist er, verheiratet ist mit Agnes, ja, Steinauer. Und aber das hoffe ich, dass ich das noch hinbekomme. Okay, jetzt hier, Wojslaw. Morgen Andreas, ne, der ist schon gelöster. Und kein Kostverächter, so wie es aussieht. Wie lebt es sich so mit den Gärtners? Ich bin freundlich. Es ist großartig. Eine wirklich nette Familie. Clara ist eine gute Frau. Sie umsorgt Jörg und Eva, als wären sie ihre eigenen Kinder. Sie sind beide fast erwachsen. Das stimmt wohl. Sie müssen nicht mehr ständig umsorgt werden, aber wahrscheinlich kann sie schlecht loslassen. Die kleine Ursula ist in guten Händen. Oh, der kennt sie alle. Wie dem auch sei, wenn wir uns später nicht mehr in der Abtei über den Weg laufen, sehen wir uns ja vielleicht morgen in Tassing. Okay, also er wird gleichzeitig die Einkäufe machen und daher kennt er das, die ganze Siedlung. Bis dahin. Das waren Küche und Keller. Und wir gehen nicht in den großen Garten. Obwohl, warum nicht? Wir gehen mal in den großen Garten. So, hier geht's zum Tiergehege, ins Refektorium. Da waren wir gerade, in den Kreuzgang. Daher kommen wir und hier geht es in den Kapitelsaal. Also es sind genau die Türen, die wir jetzt hier beobachtet haben. Ich frage mich, welche Rezepte die Brüder für Erbsen haben. Ich mich nicht, um ehrlich zu sein. So, diese Gurken wachsen schnell. Alles, was nicht gegessen wird, wird bestimmt eingelegt. Mit Sicherheit. So, und hier haben wir noch das Haus des Abtes. Das schauen wir nochmal schnell rein. Gott segne euch, Andreas. Okay, was hat er nicht? Haustier Mirabilis. So, was sagt Gernot? Andreas. Sehr gut, Kork. Den Raum kann ich nicht verlassen zur unteren Abtei. Da wäre aber jetzt eh nur der Ausgang gewesen. Gut. Dann würde ich vorschlagen... dass wir uns jetzt vom Kreuzgang... dass wir noch ins Dormitorium gehen. Und dann in die Kirche. Dann haben wir, glaube ich, erstmal alles abgearbeitet hier am
am Areal und ich glaube, wir gehen am schnellsten über die Küche dahin. Hoffe ich zumindest. Kann ich jetzt schwer sagen. Wir laufen mal ein wenig schneller. Wenn ich die Maus gedrückt halte, rennt Andreas. Dormitorium. Das Dormitorium ist der Schlafsaal. Hier erwarte ich jetzt eigentlich nicht viel. Bis auf, hier kann ich ins Strafgericht raus. Das ist der Freigang zum Skriptorium. Die Sakristei kann ich nicht betreten, die ist verschlossen. Zum Strafgericht, hier geht's nach draußen. Das ist Mathieu. Ah, Mathieu. Gott segne euch, Andreas. Wie ist die Sakristei heute, Mathieu? Genau wie gestern. Erscheint euch meine Berufung albern, Meister Maler? Nein, ich war nur freundlich. Dann geht in Frieden, Freund. Wissen, dass die Schätze der Abtei einen weiteren Tag in der Sakristei sicher sind. Gott sei mit euch. Noch etwas. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ja, Andreas? Ich hatte gehofft, ihr könntet mir meinen Lohn für das neueste Manuskript vorab bezahlen. Das entspricht nicht der Vereinbarung, die ihr mit Vater Gernot getroffen habt. Ihr werdet nach Fertigstellung jedes Manuskripts, das ihr illuminiert, bezahlt, nicht vorher. Ich habe nur noch wenige Seiten, Bruder Mathieu. Sie werden ohnehin in den nächsten Tagen fertig. Dann könnt ihr sicher einige Tage auf euren Lohn warten. Diese Abtei basiert auf gegenseitigen Vereinbarungen, nicht auf willkürlichen Zahlungen. Der Bruch solcher Verträge würde nicht nur Kirsau, sondern auch Tassing unnötige Schwierigkeiten bereiten. Ist das der Grund, warum Vater Abt die Steuern für die Gärtner erhöht hat? Worum geht es hier, Andreas? Die Gärtners haben mich vorab um die Miete gebeten, damit sie ihre Steuern an die Abtei zahlen können. Ich möchte den Gärtners helfen. Das sag mal. Ich verstehe. Nun gut. Bittet mich nie wieder darum, Andreas Mahler. Hier bitte, ich werde das Vater Gernot und Prior Berenc mitteilen. Jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwas. Das ist Abendmahlsgeschirr. Naja, nichts Besonderes. Vielen Dank, Bruder Mathieu. Ich segne euch. Gott segne euch, Andreas. So, Sakristei ist verschlossen. Gut, da ich meine Bezahlung jetzt habe, kann ich Clara die Miete vorzeitig geben. Ich lege das nicht am Abend auf den Tisch. Dann ist es weg. Ich werde es ihr direkt geben, um sicherzustellen, dass sie es auch erhält. Was schade ist, ich kann den Altarraum nicht betreten in der Kirche. Das ist aber üblich, weil der Altarraum tatsächlich für Laien wie Andreas Mahler gesperrt ist. Ah, hier sieht man das Glasbild. Oh, er singt. Hier geht es in die Krypta und auf den Turm. Ich glaube, auf dem Turm können wir jetzt nichts machen. Naja, aber das sind die Glocken, die läuten zu den Betzeiten. Das ist wichtig und bei Gefahr. Jetzt schauen wir mal in die Krypta. Die Fundamente der Abtei wurden gebaut, als die Römer dieses Land besetzten. Nicht lange nach dem Tod Christi. Naja, nicht lange nach dem Tod Christi. Was ist das? Diese Grabsteine reichen Jahrhunderte zurück bis hin zur Gründung der Abtei. Was ist das? Das scheint Moritz zu sein hier. Ist er hier bestattet? Also zumindest hatte die Lanze in der linken Hand. Abt Dietrich am Höhepunkt der Macht Kirsaus im 14. Jahrhundert. Diese Zeiten sind längst vorbei. Ja, und sie werden nach der Reformation auch nicht zurückkommen. Das wird. Okay, untersuchen, was ist das? Ein wunderschönes Werk, das die junge Frau mit dem Kind zeigt. Eine Schande, dass es hier unten verstaubt. Ah. Das ist Untersuchung. Aha, also da wird man immer so drauf hingewiesen. Das ist gut. Da kann man nichts verpassen. Das war's. Was jetzt? Oh. Ein geheimer Eingang zur Bibliothek. Das muss ich mir merken. Wo komme ich denn hin?
Also ich komme aus der Krypta, geht ein Gang, ja, ne? Der Gang geht hier unten lang in die Bibliothek. Das ist wie im Namen der Rose. Na, schauen wir mal, wie sich die Geschichte hier entwickelt. Also wir haben einen sehr stark römischen Einfluss hier, wie es scheint. Also die Gebäude sind in Rom entstanden. Es gibt römische Ruinen. Es gibt ein Aquädukt. Es gibt tatsächlich alte Denkmäler. Na, schauen wir mal, was die Geschichte gibt. Und vielleicht hängt es auch zusammen mit dieser Tassingschen Chronik, die der Rotvogel erwähnt hat. Gott segne euch, Andreas. Hat eure Stimme sich schon von der Ostermesse erhört, Rüdiger? Oh ja, das war etwas anstrengend, aber ein angemessenes Opfer. Nun, wenn der Herr uns an Ostern alles geben konnte. Ganz genau. Ich wünsche einen guten Tag im Skriptorium und euch einen guten Tag im Gesang. Er singt in der Kirche. Hier geht's zur oberen Abtei, also das heißt wieder auf den Hof. Kloster Lucroyum, da waren wir schon. Das ist eine schöne, sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und dann können wir gleich zum Strafgericht gehen. Skriptorium, Dormitorium, Friedhof. Den schauen wir uns noch schnell an. Denn irgendwo wird der Matthias begraben sein. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das, was ist das? Die Apfelbäume, ja, das ist egal. Wir brauchen jetzt Apfelbäume. Hier geht's in den Kreuzgang, da wollen wir nicht hin. So, was ist das? Ein Denkmal für die Gründerin der Abtei. Es ist ziemlich neu. Die Gelder wurden von ihren Nachkommen gespendet. So, mal ganz kurz. Das Benediktinerkloster, in dem wir sind, von einem abgeleitet. Es gibt einen Prior für die Brüder und es gibt eine Priorin für die Schwestern. Das Kloster selbst ist aber von einer Frau gegründet worden. Das Kloster ist von einer Frau gegründet worden. Da kann man auch nicht viel erkennen. Sehr wenige christliche Symbole auf dem Grabstein. Sehr eigenwillige Ikonografie. Langes Haar, eigentlich auch keine. Eigentlich auch keine Nonnentracht. Schauen wir mal, wer sich dahinter verbirgt. Das könnte ein Teil des Rätsels sein. Im großen Garten gehen wir nicht nochmal. Tiergehege. Mal wieder Schweine überall. Volkbert. Was sagt Volkbert? Guten Tag, Andreas. Gut, Volkbert sagt nichts. Was haben wir hier noch so? Schlachthaus, da können wir nicht rein. Und noch eine ziemlich große Niede. Oh, da kann man reingehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, Pilgerabzeichen des heiligen Moritz. Endres stellt so etwas her. Das ist der Schmied. Da haben wir die Blumen. Mauritius. Sag mal, stand da nicht unten am Weg außen? Mauritius. Die Lanze der linken Hand. Die Blume.
Die Blume. Ich habe eine Idee. Das würde ich mir gern mal genauer anschauen. Vielleicht sollten wir auf die Blumen ein bisschen achten. Darstellung, der heilige Mauritius. Hier wird er nicht. Hier sieht man nicht die Blume als Zeichen, sondern das Kreuz und das überdeutlich. Hier können wir die. Ich gehe noch nicht arbeiten. Ganz schnell. Es scheint ja keine Sonne. Die Figuren. Heilige Christophorus, schön. Interessiert mich aber nicht. Ich will nicht wissen, Christophorus, Christophorus. Ich will das hier sehen. Ein Schrein des heiligen Moritz. Die Statue sieht uralt aus. Mauritius. Mit Opfergaben davor. Alles sehr eigenartig. Hatten wir noch mehr Kräuter? Noch mehr Kräuter. Muss man kurz gucken, ob das Licht und der Ton noch stimmen. Ja, das passt gut. Oh, Mauritius. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal nach Satya. Ich glaube, da geht es hier lang. Ich will nur einmal ganz kurz mir den Schrein anschauen. Da liegt es so schön abseits. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Eine Schnitzerei der heiligen Satya. Anscheinend ziemlich alt. Was ist das? Das sind auch allerlei mögliche. So. Was man hier sieht, die ist dargestellt wie Artemis. Ich will jetzt nichts sagen. Aber sie hat hier einen Lorbeer. Zumindest könnte das einer sein. Eine typische römische Darstellung, römische Kleidung. Heidnische Symbolik hier, das ist ein Füllhorn ähnlich. Den Hirsch erlegt. Und oben drüber gebaut ein Kreuz. Das sieht aus, als ob man das entfernt hätte. Das sieht aus, als ob man das entfernt hätte. Gut, okay. Also das sieht nicht sehr christlich aus und Gertrude ist häufiger mal da. Ich trete nur noch mal mit Gertrude einfach. Gut, das mit der Zeit hier im Spiel, mit dem Zeitverlauf, scheint an bestimmte Aufgaben und Ereignisse gebunden zu sein und gar nicht so sehr an den Ablauf der richtigen Zeit. Ich schaue hier aber auch noch mal schnell. Also wir haben das Kreuz, wir haben die Lanze, wir haben das Kreuz hier und Gertrude sitzt hier unter ihrem Blumenbanner. Na, Moritz, Mauritius. Das wird spannend. Auf jeden Fall sollten wir mal so ein bisschen auf die Blumen achten. Hier sind auch Blumen verarbeitet. Und sieht ein bisschen aus. Sieht ein bisschen aus wie die Lutherrose, aber das ist sie nicht.
Das ist sie nicht. Aber da haben wir Mauritius. Mit Speer. Was ist das? Das ist auch, sieht auch römisch aus. Hier die... Der Schutz. Auch die Blumen. Hier haben wir auch Blumen. Und hier auch, das sehe ich jetzt erst. Das heißt, die sind wirklich ein gestalterisches Element, das schon sehr, sehr alt ist. Gut, klären können wir es jetzt nicht. Wir halten mal einfach nur die Augen offen. Gehen wir zum Strafgericht raus. Am Friedhof fahren wir jetzt. Ich würde noch schnell mir das Haus des Priors anschauen. Und dann gehen wir was arbeiten. So, was Ominöses. Oh, was ist das? Eine Volvelle. So, das habe ich in astronomischen und medizinischen Abhandlungen schon gesehen, wozu sie wohl gut ist. Zwei Drehscheiben, die obere zeigt griechische Buchstaben, da, und weist über ausgestanzte Löcher auf darüber unterliegende lateinische Buchstaben hin. Der äußere Rand der unteren Scheibe ist in vier Bereiche unterteilt, von denen jeder ein Elementarsymbol trägt. So. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Oh. Zwei mögliche Antworten. Von jemandem angefertigt, der sich für Okkultismus interessiert. Ah, durch eine Vierteldrehung der oberen Scheibe erhält die untere Scheibe ein anderes Elementsymbol. Und darunter befinden sich noch andere Zeichen und Buchstaben. Wozu das wohl gut sein mag, ob man damit irgendwas entschlüsseln kann. Ich muss weiter suchen, da muss noch etwas, das muss noch mit etwas anderem zusammenhängen. Mhm, aber mehr kann ich jetzt erstmal nicht anschauen. Okay, der Prior entschlüsselt also irgendwas, mutmaßlich eine Handschrift. Gut, dann gehen wir mal ins Skriptorium. Geil, oder? Einen guten Tag, Andreas. Wie läuft auch morgen, Bruder Guy? Oder ist es Guy? Ist französisch? Ganz in Ordnung. Mehr Verträge für den Abt. Was würdet ihr lieber fertigen? Kontrakte oder Manuskripte? Es kümmert mich ganz ehrlich nicht, Andreas. Solange es den Abt beeindruckt, könnte er mich meinethalben bis zum Tag des jüngsten Gerichts das erste Genesis-Kapitel kopieren lassen. Bedeutet euch die Meinung des Abts so viel? Die des Abts und des Priors. Ihr habt Glück. Wenn ihr hier fertig seid, geht ihr heim. Ich werde Burgund nie wiedersehen, also Guy, sind Franzose. Ich muss das Beste aus meinen nächsten 40 Jahren machen. Dann überlasse ich euch eurem Tagwerk. Was sagt Edok? Gott segne euch, Andreas. Wie geht es euch heute, Bruder Edok? Emsig regt Hut. Was? Emsig regt Hut? Das ist leicht. Es geht mir gut. Gut gemacht, mein Sohn, aber es ist ja noch früh. Später habe ich ein komplizierteres für euch parat. Also... Ich freue mich auf all eure Anagramme, Bruder Edok. Bin Sand, also bis dann. Okay, ja, bis dann. Gut, das waren Guy und Edok. Ah, das ist Piero. Andreas, Gott segne dich. Es ist gut, dich zu sehen. Guten Morgen, Bruder Piero. Es ist auch gut, dich zu sehen. Ich mag dieses Wetter nicht. Meine Knochen schmerzen, das heißt, ein Sturm zieht auf. Der große Jörg Gärtner sagt, wenn man 10 oder 15 Jahre erlebt, riecht man auch die Stürme kommen. Bruder Edok ist schon so lange hier, dass man sein Kommen immer riechen kann. Vergesst nicht, Bruder Guy, das Schicksal der Knaben, die den alten Propheten Elisa vor Bethel verhöhnten. Vergleicht ihr euch mit einem Propheten, Bruder Edok? Ich vergleiche euch mit einem unverschämten Jüngling, den der Herr in seiner unbeschreiblichen Weisheit zu Boden strecken könnte. Bruder Guy, bitte zeigt gegenüber Bruder Edok mehr Respekt. Ihr seid böswillig. Haltet euch da raus, Andreas. Der alte Forz kann sich schon selbst verteidigen. Ich muss mich nicht verteidigen gegen solche wie euch. Gott schützt seine Gläubigen gegen die Frevler. Nun, alle scheinen recht munter zu sein. Das heißt wohl, dass Prior Ferring uns heute nicht beaufsichtigen wird. Er war hier,
Doch dann hörte er, dass Lorans Rotvogel gekommen ist und eilte hinaus wie ein kleines Mäuschen. Fähring versucht so verzweifelt, den Abt und Adlige wie Rotvogel zu beeindrucken. Es ist erbärmlich. Er spielt Vater Abt und unserem Prior Freundlichkeit vor und keift dann so hinter ihrem Rücken. Schändlich ist das. Oh nein, Baron Rotvogel. Sein Manuskript. Er wird sein Manuskript sehen wollen. Wie dumm von mir. Das ist natürlich der Grund für seinen Besuch. Werdet ihr jünger und schneller müsstet ihr euch vielleicht weniger Sorgen wegen der Besuche der Patrone machen. Wie eines Tages werdet ihr stehen, wo Piero nun ist, und ein junger Mönch wird an eurer Stelle stehen. Der Tod kam auch zu Daphnis aus Sizilien. Da haben wir die Vorlage. Ja. Man zitiert dann immer, weil er Latinit ist blind. Was ist überhaupt das Problem? Der Baron ist nur ein Kunde. Er wird warten müssen wie alle anderen. Andreas, Baron Rotvogel ist nicht wie alle anderen. Er hat mächtige Freunde, darunter den Fürstbischof von Freising. Ja, okay. Kirsau ist bereits in Ungnade. Aber warum? Vater Ab will nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Nur wenn Prior Ferring nicht da ist, werde ich bis zu seiner Ankunft an meinem Meisterstück arbeiten. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Ach ja, richtig. Ich muss das In der Mauer Manuskript zu Rate ziehen. Was wollt ihr, Andreas? Senna sagt es. Ein Buch, das In der Mauer Manuskript. Das Stundenbuch. In der Mauer? Eine in der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Österreich bekannte Familie. Das ist faktisch ähnlich wie bei der sogenannten Manessa-Handschrift, also der großen Heidelberger Liederhandschrift. Sehr typisch für spätmittelalterliche Handschriften, dass sie durch reiche bürgerliche Familien oder durch Adlige gestiftet worden sind, um mehr oder weniger so an der Teilhabe dieser adligen Kultur oder an der adligen Kultur teilzuhaben. Also es sind Prachtkodizes, die vor allen Dingen den Reichtum und die Macht der Schöpfer zum Ausdruck bringen sollen. Ein Stundenbuch. Euer Haar sieht heute so unordentlich aus. Habt ihr genug Schlaf gehabt? Könnt mich einfach das Büro, was meint ihr? Nein, ich habe von euch geträumt. Ah, kommt. Lügner. Senna sagt es. Könnte ich einfach das Buch bekommen? Uff, das ist ganz da oben. Könnt ihr nicht ohne es auskommen? Tut mir leid, aber ich brauche es als Referenz für meine Arbeit. Wirklich, meine Füße schmerzen und die Treppen sind so steil. Ich werde Illuminator bitten, es zu holen. Illuminator. Die personifizierte Buchmalerei, wie es scheint. Schauen wir mal nach. Schwester Illuminator. Andreas braucht Hilfe, ein Buch zu finden. Und ich weiß nicht, wo es ist. Andreas. Schwester Illuminator, ich würde gern das In der Mauer Manuskript, das Stundenbuch, entleihen. Ja, das habe ich gehört. Bitte bringt es umgehend zurück. Gut, das war Illuminator. Jetzt kommt Piero. Andreas, darf ich sehen, wie es mit deinem Meisterstück vorangeht? Natürlich, deine Meinung ist mir immer willkommen. Da sehen wir die Arbeitslinien, die dann später mal Pentimenti werden könnten. Ja, die Komposition ist schön. Eure Anordnung der Figuren strahlt Fröhlichkeit aus. Auch der Farbkontrast ist sehr gut, kräftig und reizend, ohne die Szene zu überwältigen. Es fühlt sich nicht richtig an. Ich weiß nicht, warum. Es ist eine hervorragende Interpretation der Arbeit eines anderen. Wie meinst du das? Das ist alles meine Arbeit. Mein Sohn, du kopierst die Illustration des In der Mauer Manuskripts fast haargenau. Ja, was ist daran falsch? Habe ich es nicht sogar verbessert? Ästhetisch, ja, es ist wunderbar. Aber ich habe das Gefühl, du hast dich darüber nachgesonnen, was es bedeutet.
Es ist November, also die Darstellung ist, steht für den November. Im November zeigen wir die Bauern, wie sie ihre Schweine im Wald zur Eichelmast oder Schlachtern treiben. Andreas, den Bauern hier wurde das Mastungsrecht entzogen. Viele große Herrscher und Äbte im Kaiserreich haben das verboten, selbst Vater Gernot. Welchen Unterschied macht es? So wird der November gemalt. Aber so ist der November nicht. Kunst ist Illusion. Geschichten erzählen, doch in ihrer erhabensten Form erhellen diese Bilder den Pfad zur Wahrheit. Für mich ist es am wichtigsten, dass meine Kunden zufrieden sind. Sie bezahlen mich nicht für die Wahrheit. Ja, doch mit Gottes Gnade wird dieses Stundenbuch uns alle überleben. Was wird es jenen sagen, die es in Zukunft betrachten, Jahrhunderte jenseits unseres Verständnisses? Ein Fehler. Manche werden in deine Linien und Farben blicken und tiefere Bedeutung suchen. Was werden sie finden? Aber du brauchst nicht auf mich zu hören. Dies sind nur die Gedanken eines alten Menschs. Es gibt keinen Platz für monastische Skriptoren mehr. In Wahrheit ist dieser Ort aus der Zeit gefallen. Warum das? Warum hat Kirsau das Skriptorium so lange gehalten? Manche Leute, manche Orte haben Schwierigkeiten, die Vergangenheit loszulassen. Ich gehöre nicht dazu. Das Erschaffen von Büchern, von Kunst ist nicht mehr länger Sache der Klöster, sondern des Buchdrucks, also von Klaus Drucker und Familie. So sei es. Mehr Menschen werden schreiben und lesen können, so zur Wahrheit geführt werden. Denkst du nicht, es könnte gefährlich sein, wenn alle alles lesen und schreiben können? Natürlich besteht eine Gefahr, doch es gibt bereits Druckereien. Wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Es ist an dir und den nachfolgenden Generationen, gute und verantwortungsvolle Verwalter für jene zu sein, die euch folgen werden. Der Rest ist in Gottes Händen. Ah, wo ist nur die Zeit geblieben? Es ist bereits Terz. Genau. Das sind die Stundenangaben, die monastischen, die nach denen auch nach der Benediktregel der Tag gegliedert ist. Terz, die klösterliche Stunde um 9 Uhr vormittags. Die Terz geht der Messe und der Kapitelsammlung voraus. Zu viel Gerede. Ich muss um Vergebung bitten, die Ordensregeln missachtet zu haben. Bis später, Andreas. Bis später. So, damit bin ich allein. Oh. Oh, Ferenc, der Prior. Was macht der? Der holt die Scheibe raus. Und schreibt in das Manuskript. Und schlägt es zu. Sehr eigenwillig. Illuminator, was geht hier vor? So, jetzt schauen wir erstmal nach Illuminator. Menschen. Schwester Illuminator aus Perugia. Bibliothekarin und künftige Priorin der Abtei Kirsau. Als die Nachfolgerin von Cecilia. Sie ist verantwortlich für den... Ist für den Inhalt der Bibliothek von Kirsau verantwortlich und beaufsichtigt die Arbeit von Schwester Stanna, die eines Tages ihren Platz einnehmen wird. Illuminata ist bekannt für ihre Intelligenz und umfassende Bildung. Mit der Verschatzung wäre es uns also besser nicht. Schauen wir mal kurz nach. Stanna aus... ist eine böhmische Nonne, Assistentin von Schwester Illuminata in der Bibliothek. Das klang aber gerade anders. Ah, sprechen wir doch mit ihr. Illuminata. Andreas, was war das für ein Geräusch?
Oh, ich bitte um Verzeihung, Schwester Illuminata. Ich habe einen Farbtopf umgeworfen. Aber dann erschien Prior Ferenc, schrieb in eins seiner Bücher und schlug es zu und ging. Er war in solcher Eile, ich glaube kaum, dass er mich auch nur bemerkt hat. Er schlug ganz wortwörtlich Bücher zu. Prior Ferenc sollte es besser wissen. Einige dieser Manuskripte sind überaus empfindlich. Er schien in großer Eile zu sein. Ich denke, er ist nervös, weil Baron Rotvogel verfrüht kam. Und genau deshalb sollten Bücher nicht aus der Bibliothek entfernt werden. Außer zur göttlichen Lektüre oder zur Arbeit im Skriptorium. Seid ihr immer noch immer wütend auf mich, weil ich mir die Chronika klarer gebucht habe? Nein, wurde es keine angemessene Reaktion einer Nonne. Doch es bleibt Fakt, dass ihr mich überlistet habt, um euch ohne rechten Grund das Buch zu verschaffen. Ihr klingt wütend. Ihr solltet meine Enttäuschung nicht als Wut fehlinterpretieren. Ihr solltet auch verstehen, worauf sie gerichtet ist. Letztlich ist es mein Fehler, aber es ist meine Verantwortung, wachsamer darauf zu achten, welche Bücher ihr aus der Bibliothek entnehmen könnt. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt. Moment, was hat es mit all den Dingen um Lorenz Rotvogel auf sich? Weshalb ist Prior Ferenc so nervös? Lorenz, ich wusste nicht, dass ihr so vertraut miteinander wart, dass ihr ihn beim Vornamen nennt. Nun, ich hatte auch keinen persönlichen Kontakt zu ihm, das war die Aufgabe des Priors und des Abtes. Ich weiß nur, dass er über die Jahre einige unserer wertvollsten Manuskripte erworben hat. Und er zahlte genug, um der Abtei auszuhelfen, als wir diese Hilfe brauchen. Was denn? Was hat er erworben? Ich erinnere mich nicht mehr. Wisst ihr, ich habe auch meine eigenen Aufgaben zu erledigen. Ein Vorschlag, Andreas. Ihr helft mir, einige fehlende Bücher wieder zu beschaffen und ich erzähle euch, was ich über den Baron weiß. Ist eigentlich auch egal. Mich interessieren die Bücher. Natürlich, ich helfe so gut, wie ich es vermag. Da bin ich mal gespannt, was das für Konsequenzen hat. Danke, es ist zum Wohle der Abtei. Ich soll kurz schauen, ob das mit der Aufnahme noch alles passt. Ja. Wo soll ich anfangen? Da draußen, wo ihr und eure Komplizen achtlos Bücher im Skriptorium verstreut habt. Ich werde euch sagen, welche Bücher ich suche. Findet sie und bringt sie mir zurück. Die ersten Bücher sind zwei Bände der Aeneas. Vergil. Rötliche Buchdeckel, 14 Zoll auf 10 Zoll, 3 Zoll dick. Spielt im Mittelalter, also im Hochmittelalter, eine herausragende Rolle. Also Vergils Aeneas zum Beispiel oder auch der Trojanerkrieg. Innsbrucker Zoll oder Nürnberger? Ja, wollen wir jetzt kleingeistig sein? Nein, wollen wir nicht. Oh, die kenne ich. Sie gehören zu Pieros Liebsten. Er bewahrt sie auf, sie bei meinem Schreibtisch auf. Er hat sie überhaupt nicht aufzubewahren. So, mal ganz kurz. Da sehen wir schon den Zusammenhang. Also die Männer arbeiten hier im Skriptorium, die Frauen arbeiten in der Bibliothek und geben die Bücher heraus. Na, das wird eine spannende Nummer mit der Bibliothek. Oh, das ist ja schick. Ich will mal schauen, dass meine Kamera jetzt das Skript nicht verdeckt. Ich mache mich mal noch ein bisschen kleiner. So. So geht's vielleicht. Oh, das sieht ja wirklich toll aus. Ah, da sieht man Dido. Sie scheinen mir recht abgenutzt. Ich hoffe, das stört euch nicht. Diese Bücher waren schon alt, als Piero begann sie zu kopieren. Wie lange ist es her? 3 Jahre. Die Aeneas gehört nicht zu meinen liebsten Geschichten, doch ich verstehe, weshalb Piero so vermehrt daran ist. Das ist gut gemacht. Illuminata im Buch. Aeneas wählte seine Pflicht für die Götter über seine geliebte Dido. Das ist hier dargestellt. Eigener Trieb führt nicht nach Italien, nicht. Ich hätte euch nicht für einen Kenner römischer Poesie gehalten, Andreas. Die Worte tanzen in meinem Gedächtnis auf und ab. Ich weiß selbst nicht, weshalb. Sicher eher aus Liebe, denn aus Pflichtgefühl.
Meint ihr, Aeneas Pflichtgefühl gefällt Piero? Wir alle haben unsere Berufung und Bruder Piero nimmt die seine ernster als die meisten hier in der Abtei. Ihr nehmt eure Berufung ganz offensichtlich auch ernst. Andreas, ich hatte in meinem Werdegang keine Wahl. Wenige Frauen haben das. Ihr habt natürlich recht. Ich weiß zu schätzen, dass ihr begreift, wie begrenzt unsere Rollen und Möglichkeiten wahrlich sind. Das ist toll gemacht. Selbst in Geschichten sind wir zu Rettende und zu Ehelichende Maiden. Grausame Verführerinnen oder weise alte Vetteln. Wie du sind wir einfach Frauen nur Werkzeuge in den Legenden der Männer. Wir können nie Protagonistinnen unserer eigenen Geschichten sein. Ja. Hat sehr stabile Sozialpolitik. Keine Frau ist davon frei. Von der Kaiserin bis zur Nonne. Das ist unser Schicksal. Ich glaube, ich verstehe nun, warum die Aeneas nicht euren Gefallen findet. Es ist schöne Poesie für Männer. So, jetzt die Bücher, wenn ich bitten darf. Dann geben wir sie ihr doch, oder? Danke. Als nächstes... elender Guarin. Eine gedruckte Ausgabe, grüner Einband mit Diamantmuster. Im Hauptbuch ist keine Größe vermerkt, aber ich hoffe, die Beschreibung reicht. Ich weiß, wer es hier, mein Bruder Edok hat es gelesen. Na, ja, da gehen wir doch mal hin, Bruder Edok, da ist es schon. Die Schönheit des Buches täuscht über seinen lächerlichen Inhalt hinweg. Es wundert mich, dass die Abtei ein Exemplar besitzt. Das tun wir nicht. Es gehört Amadea Rusco aus Lugano. Eine venetische Ausgabe, die sehr wertvoll ist. Er hat sie uns vor 5 Jahren als Leihgabe überlassen. Danach ging sie verloren und der Abt hat 3 Briefe dazu erhalten. Ich habe gesehen, dass die Brüder Freude daran haben. Dieses Buch ist kein geeigneter Lesestoff für Benediktinermönche. Ein Junge wird als Säugling einem Seeräuber verkauft, als ihr Diener aufgezogen und lebt dann ein abenteuerliches Leben, in dem er Prinzessinnen umgarnt und in Turnieren kämpft. Er unterschlagt den besten Teil. Am Ende erfährt Guarin, dass er von hoher Geburt ist, der Sohn eines Herzogs. Er herrscht als König und stirbt als frommer Eremit. Wie kann man daran keinen Gefallen finden? Benediktiner sollen von der Rekonziliation mit unserem Herrn träumen. Nicht von Ausschweigen, von den Abenteuern, also der Wiederkunft. Ich denke, ihr habt recht, es ist wohl eher etwas für Schelme wie mich. Es ist nicht an mir, andere für das Lesen von Geschichten zu schelten. Vor allem nicht euch, Andreas. Und doch müssen wir wachsam bleiben. Fantasterei führt in Versuchung. Die Versuchung war schon der Untergang vieler Männer und Frauen. Manchmal ist es wahr, aber solche Bücher, das ist alles... einerlei Fantasie, nicht? Besser zu sterben, als man geboren wurde. Und was ist daran ein Frevel? Warum sollte ein Bauer nicht davon träumen, König zu sein? Es gibt weder Juden noch Griechen, weder Sklave noch Freie, weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid eins in Jesus Christus. Da liegt sie richtig. Wir mögen eins sein in Christus, aber wir sind nicht gleich in dieser Welt. Es ist nicht diese Welt, auf die ihr euer Augenmerk richten solltet, Andreas. Ach, die ist gut. Aber das Buch, Andreas, wir müssen es zurückgeben. Oder wollt ihr, dass der Abt einen 4. Brief erhält? Ich sehe die Brüder ungern so enttäuscht, aber ich begreife die Notwendigkeit. Ich will die Brüder nicht ihrer Freude berauben, sondern Amada Roscos Besitz zurückbringen. Das Buch bitte. Ach, die ist sehr... die weiß, was sie will. Ist gut. Ist eine gute Priorin. Es fehlt nur noch ein Buch. Dann seid ihr von eurer Aufgabe entbunden. Ein dunkelroter Einband, 8 Zoll hoch, 5 Zoll lang, 2 Zoll dick. Wie lautet der Titel? Oh, daran erinnere ich mich, ich habe es. Wie lautet der Titel? Die Beschreibung sollte ausreichen. Ich verstehe nicht, warum ihr es nicht sagen wollt, aber gut, ich werde es finden. Dann suchen wir mal das Buch. Das ist ja alles zum Glück sehr überschaubar. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Guy war immer sehr verschlossen, was das Buch anging, als würde er es verstecken. Sehr gut,
Bring es, bitte bring es her. Französisch, ich kann kein Französisch. Was ist das überhaupt? Was ist, geht irgendwie um die Liebe hier? Hm, vielleicht hätte ich irgendwann mal Französisch lernen sollen. Was ist das? Warum stellt er so viele Fragen? Gibt es einfach her. Warum wollt ihr mir nicht sagen, was das für ein Buch ist? Weil es ein gefährliches Buch ist, Andreas Mahler. Eins, das der frühere Abt tolerierte, Matthias, trotz einer päpstlichen Anweisung, es zu vernichten. Drei französische Bischöfe verdammten das Buch. Alle Kopien sollten verbrannt werden. Ihr Autor teilte dieses Schicksal. Was? Weshalb? Ich weiß es nicht, Andreas. Es ist nicht an mir, den Richtspruch eines Bischofs zu hinterfragen. Erst recht nicht den von dreien. Und bevor ihr fragt, nein, ich habe es nicht gelesen. Aber ich weiß, dass es einen Dialog zwischen Liebe und Vernunft enthält. Also ist das Buch gefährlich. Wann haben es die Bischöfe verdammt? Hat es toll gemacht. Also man steigt. Vor 200 Jahren. 1318. Sehr eigenwillig Gestalt hier, sehr eigenwillig ikonografisch. Mit, kann entweder auf ein sehr hohes Alter deuten, also eine alttestamentliche Figur, oder da halt tatsächlich jemand aus dem morgenländischen Kulturkreis. Was? Warum? Warum ist es noch hier? Elemente haben wir Wind und. Weil Vater Matthias Bücher liebte. Alle Bücher. Er wollte es nicht vernichtet sehen. Und er hat recht. Bücher sollen nicht zerstört werden. Selbst wenn darin Fragwürdiges drin geschrieben ist. Die Heilige Mutter Kirche teilt eure Auffassung nicht. Und ihr Gesetz ist es, dem wir zu gefallen haben. Nicht euren Gefühlen. Will ich jetzt sagen, dass die Kirche irrte? Ich ärgere mich still. Es ist nicht an mir, die Entscheidung des früheren Abtes in Frage zu stellen. Abt als Vater, aber als Vater gerne davor, dass wir das Buch besitzen, ordnete er dessen Vernichtung an. Nun muss das Buch zerstört werden. Niemand weiß, dass es überhaupt hier ist. Nun, ich weigere mich, es euch zu überlassen, wenn ihr es nur zerstören wollt. Was? Weshalb nicht? Was werdet ihr damit anstellen? Ich weiß noch nicht. Das Verstecken, das Sicherhalten. Gebt mir das Buch oder unser Handel ist nichtig. Ich werde euch kein Wort über Baron Rotvogel sagen. Theologisch? Habe ich Theologie? Nee, ich habe Medizin studiert. Da brauche ich nicht theologisch zu argumentieren. Es reicht Pflicht als Bibliothekar in dieser Beteiligung. Ich schlage einen Kompromiss vor. Ich bringe das Buch aus der Abtei, weit weg. Ich werde längst fort sein, mein Vater gerne danach fragt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr behaupten, ich habe es gestohlen. Ich denke, er wird kein Aufheben um ein von mir gestohlenes Buch machen, das er ohnehin vernichtet sehen wollte. Es gefällt mir nicht, Andreas. Es fühlt sich falsch an in meinem Herzen. Sie überredet. Und nur weil ich ihr angeboten habe zu helfen. Ich schwöre, ich werde es weit weg schaffen. Es lag jahrelang hier draußen. Wie hättet ihr mich aufhalten sollen? Ich vertraue euch in dieser Sache, Andreas, gegen meine Instinkte. Bitte lasst mich das nicht bereuen. Hut ab. So, das Buch kann ich ja nicht anschauen. Habe ich das jetzt irgendwo im Inventar? Kann ich mir das anschauen, das Buch? Das ist komisch, ich habe ja keinen...
Ich habe keinen. So, reden wir nochmal mit Illuminator. Also, dann Baron. Ach, stimmt, da war noch was. Aber schnell, ich muss hier bald fertig sein. Fragen wir doch gleich mal nach dem heißen Stoff. Er erwähnte ein Exemplar der Historia Tarsiae gefunden zu haben. Er sagte, sie enthalte einige skandalöse Details. Er erwähnte auch, dass Vater Matthias ein Exemplar hatte und ein weiteres suchte, um den Inhalt zu überprüfen. Wisst ihr sonst noch etwas über das Buch? Ich habe davon gehört, es aber nie gelesen und weiß wenig über den Inhalt. Das Thema ist komplex, aber ich glaube, das Buch befasst sich vor allem mit der römischen Besetzung dieses Landes. Was wisst ihr über die Römer in Tassing? Ich habe keine richtige Ausbildung in diesem Bereich. Ich kenne nur die Folklore, die von den Einheimischen an diese Gemeinschaft weitergegeben wurde. Und natürlich ist das wundersame Leben des heiligen Moritz mit dem der Kolonie verbunden. Aber ihr könnt Bruder Mathieu immer nach den Heiligen fragen. Er hat diese Geschichte schon 100 Mal erzählt. Ah! Und wie sieht diese Folklore aus? Vor den Römern lebten hier Heiden. Sie haben die alte Salzmine angelegt. Dann kamen die Römer, arbeiteten in der Mine, errichteten das Aquädukt und die Fundamente des Bergfrieds unter uns. Die Legion des heiligen Moritz kam, die heilige Lazia half ihnen und starb dafür den Märtyrertod. Und dann zogen die Römer fort. Ihre Sklavenlegion und Götter nahmen sie mit. Ein anderer Stamm kam und baute eine neue Stadt auf den Knochen der Alten. Sic transit gloria Romae. So läuft's. Nun, ich muss mich zur Messe aufmachen. Ich danke euch erneut für eure Hilfe, Andreas. Ist, glaube ich, egal, oder? Ich weiß nicht, wo ihr dort unten herumgestochert habt, wie ein Grabräuber, aber dieser Eingang ist nicht für euch gedacht. Einer der Herren des alten Bergfrieds hat ihn vermutlich bauen lassen, um bei einer Belagerung zu entkommen. Die Schwestern können dadurch die Bibliothek betreten, ohne die Brüder abzulenken. Bitte missbraucht dieses Wissen nicht. Natürlich nicht, Schwester. Vielen Dank, ich weiß eure Diskretion zu schätzen. Einen guten Tag, Andreas. Gott mit euch. Respekt. Illuminator wird. Das ist die Glocke zur Sechst. Bald nehme ich die Brüder. Bald nehmen die Brüder ihr Abendessen ein. Ich sollte nachsehen, ob Otto noch da ist und weiter mit mir speisen will. Ich glaube, er arbeitet beim Gästehaus unterhalb der Abfahrt. So. Okay. Das ist eine alte Wehranlage. Und an die Wehranlage ist die Kirche gebaut worden. Gehen wir doch mal nach draußen. Ja, jetzt sehe ich's. Das ist eine romanische Anlage. Eine romanische Anlage. Und an die schließt hier eine gotische an. Deshalb ist das nicht verbunden. Und deshalb ist das Skriptorium in einem separaten Bereich. Das ist eine alte Wehrhalle. Sehr flaches Dach, keine hohen Kirchen. Wir gehen mal in die Kirche im direkten Vergleich dazu. Da. Ja, gotische Halle. Hohe Glasfenster. Spätgotisch. Das. Ist der alte Wachturm. Das ist gar kein Kirchturm.
Die haben den Kirchturm in das Haus integriert. Das sieht man hier auch im Mauerwerk. Das ist nicht identisch. Aber vielleicht interpretiere ich jetzt da auch zu viel rein. Okay, also die Krypta ist römisch. Und ich gehe jetzt erstmal zum Gästehaus. Was ist denn das überhaupt, das Gästehaus? Ach, da ist das Gästehaus, da gehe ich jetzt hin. Zum Mittag und dann schließen wir die. Ich glaube, dann schließe ich die Folge ab hier. Natürlich. Geht weg, Andreas. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich dachte, wir könnten zur Abwechslung mal ein angenehmes Gespräch führen. Warum soll ich das wollen? Ich habe viel bessere Dinge zu tun. Wir versuchen, freundlich zu sein. Was habt ihr einfach für Probleme? Ich versuche nur freundlich zu sein, Martin. Warum? Weil ich mag Martin, er scheint im Herzen ein guter Kerl zu sein. Ich bin kein Kind, im Gegensatz zu euch habe ich bereits ein eigenes. Ihr arbeitet schon so lange mit den Menschen zusammen, dass ihr wahrscheinlich nicht einmal eins zeugen könntet. Hahaha. Zieht euch und hört auf, mich zu belästigen. Ich bin beschäftigt. Aber wollt ihr euch Otto Endres und mir beim Essen anschließen? Das ist doch nett. Wisst ihr was, Andreas? Ich möchte nicht mit euch alten Futzen zu Abend essen. Na gut, in Ordnung. Ja, wir haben es wenigstens probiert. Guten Tag, Meistermaler. Ach, Andreas, schön euch zu sehen. Ich hoffe, Clara hat meine Botschaft überbracht. Ja, guten Nachmittag, Endres, Otto, Clara hat mir eure Nachricht überbracht. Tut mir leid, dass ich euch heute Morgen verpasst habe. Als ihr vorbeikamt, habe ich noch geschlafen. Ach, der Abt lässt euch wirklich alles durchgehen, nicht wahr? Lasst ihn, Otto. Ich hab Hunger, lasst uns beten. Segne uns. O Herr, und dies deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus unseren Herrn. Amen. 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 So, dann wird gegessen. Wie war euer Morgen? Gar nicht so schlecht, danke. Ich habe mir auf die verdammte Hand gehauen, als ich Holz gespalten habe, um den schiefen Balken im Haus des Abts zu ersetzen. Die Verletzung ist nicht schlimm, aber es wurmt mich, dass uns der Abt ausblutet und wir für ihn hier arbeiten sollen, wann es ihm gerade passt. Ach, so schlimm ist es auch nicht. Die Abtei gibt mir viel gute Arbeit. Die Pilgerabzeichen zu gießen ist keine große Schmiedearbeit, aber mir macht es nichts aus. Der gießt also diese kleinen Figuren, die wir vorhin gefunden haben. Jedenfalls, ich habe gesehen, wie ihr mit diesem Baron Rotvogel auf der Wiese gegangen seid. Was will der denn? Na, die anderen sind so gemein. Er ist hier, um sich über den Zustand einer Auftragsarbeit zu informieren. Ich hörte, er sei mit dem Vater Matthias befreundet gewesen. Oh ja, aber Vater Matthias hatte manches an dem Baron auszusetzen. Was denn? Dass er mit jungen Frauen anwendelte. Deswegen hat sie jetzt hier ihre Nonnen beiseite genommen. Er selbst ist natürlich verheiratet. Otto, das ist nur Geschwätz. Das weiter zu verbreiten ist nicht christlich. Dass er vor ein paar Jahren den Bauern verprügelt hat, ist kein Geschwätz. Der alte Rannich möge einen Frieden ruhen. Wer ist das? Ah, das ist die Witwe gewesen, die den Bauern so angegriffen hat. Tja, ich war nicht da, ich weiß es nicht. Aber ja, wenn er das tat, dann hat er einen schlechten Charakter. Auf dem Weg hier hoch hatten wir eine lange Unterhaltung, aber davon hat er nichts erzählt. Worüber habt ihr dann geredet? Ich meine, entschuldigt, aber was hat ein Edelmann bei einem Künstler gemeint? Martin Luther, meine Zeit an der Universität, etliche andere Dinge. Er ist durchaus gebildet. Klar, schätze man viel Zeit zum Lesen, wenn man sich keine Sorgen machen muss, wie die nächste Mahlzeit auf den Tisch kommt. Bitterkeit und Neid tun der Christenseele nicht gut, Otto. Das ist kein Neid, Endres. Niemand sollte damit davonkommen, was er macht, was die Abtei macht. Nichts gegen euch, Andreas. Ich habe nichts gegen die Bücher, die die Abt
Abtei herstellt. Ich habe nie lesen gelernt, aber wenn Leute die Abtei dafür bezahlen, dass sie welche herstellen, stört mich das nicht. Ich finde, ihr seid ungerecht. Die Abtei tut viel Gutes für Tassing. Mehr als ihr ahnt. Oh, also Otto. Hast du gesehen, dass die Schafe des Bauers schon wieder aus der Weide ausgebrochen sind? Nein, aber das überrascht mich nicht. Martin sollte den Zaun reparieren und hat es bestimmt verpfuscht. Ständig schlecht gelaunt und vielleicht die faulste Seele in ganz Tassing. Der hält nicht mal einen Hammer richtig. Verheiratet und ein Vater. Schon so jung. Und er macht für Frau und Kind kaum einen Finger krumm. Noch dazu ist er ein verdammter Dieb. Und bevor du was sagst, Endres, das ist mehr als nur ein Gerücht. Sieh dir nur an, drüben beim Gästehaus. Wahrscheinlich will er herausfinden, was er alles mit möglichst wenig Aufwand stehlen kann. Ach, er ist doch ein Junge. Und bleibt Zeit, was er sich zu machen. Ich kenne keinen Dieb, der sich geändert hat. Aber vielleicht macht die Verantwortung ja doch einen Mann aus ihm. Wo wir von den Bauersschafen reden. Die Auen sind jetzt geschoren, die Mädels spinnen bald, Otto. Hab schon verstanden, Andres. Kein Grund, mich aufzuziehen. Was Gott will, wird geschehen. Geht's um Eva. Sieht aus, als zieht ein Sturm auf. Wir sollten uns wieder an die Arbeit machen. Stimmt, ich komme gleich nach Entwick. Also der Wind ist auch aufgefrischt. Ach, Andreas, grüß doch Eva von mir, wenn du die Gelegenheit hast. Ich versuche dran zu denken. Ich sollte zu meiner Arbeit im Skriptorium zurückkehren. Bis später. Ja, Lone. Es ist Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. Jetzt regnet es schon. Kommt tatsächlich ein Sturm. Große Gemeinschaft. Schau mal auf die Uhr. Ja, wir sind bei 1:20. Ich würde jetzt mal an der Stelle abbrechen und mich tatsächlich diese Folge hier beenden, diese zweite. Vergesst mir bitte nicht bei Language and Play vorbeizuschauen, das wäre mir wichtig. Und ich bin gespannt, wie von hier aus die Geschichte sich weiterentwickelt. Vor allen Dingen, wie jetzt das Zusammentreffen zwischen Piero und dem Baron organisiert ist, was der Prior noch zu verbergen hat in seinem Buch. Und ganz allgemein die Story um den Heiligen und die römische Vergangenheit dieser Siedlung, die scheint für die Geschichte noch wichtig zu werden, denn möglicherweise wird die in dieser ominösen Tassinger Geschichte oder Tassinger Chronik behandelt. Aber das sind alles nur Mutmaßungen, wer weiß, was davon dran ist. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns dann hier wiedersehen zu dem dritten Teil. Ich hoffe, dass ich jetzt ab und zu dazu komme, immer mal eine Folge aufzuzeichnen. Ich weiß auch noch nicht, wie lang das Ganze wird, aber würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also bis dahin, ciao.